Bei meinem ersten Video über Druckteile aus meinem Shop. Es ist schon etwas später und ich bin ein bisschen erkältet, aber ich wollte es unbedingt jetzt noch machen, weil das sind die ersten Achsen, die jetzt gepasst haben, die aus dem 3D-Drucker kommen und die sind so der Hammer. Ich muss euch das einfach zeigen. Hier seht ihr ein Achsteil, das ich gezeichnet habe. Das Problem ist, ich habe schon so viele Achsen probiert, aber entweder ich komme nicht weit genug rein ins Rad und der Lenkausschlag passt nicht und irgendwie geht mir alles im Weg um und dann habe ich eine feste Breite und ja, jede Achse, die ich bisher hatte, hatte irgendwelche Kinderkrankheiten und wenn sie die nicht hatte, dann war sie schweineteuer oder sie war schweineteuer und hatte Kinderkrankheiten. Auf jeden Fall hat es nie gepasst und diese Achsen habe ich jetzt selber gezeichnet, habe mich natürlich an anderen Achsen angelehnt, an anderen Lenkachsen und habe überall so ein bisschen das Beste zusammengewurschtelt und ich muss sagen, die sind so, so geil geworden. Wie gesagt, allein was mir halt extrem wichtig war, war der Lenkausschlag. Das heißt, ihr seht, wie weit ich hier rumkomme, also in die eine Richtung 90 Grad schafft man nicht, weil ich habe die andere Seite auch noch. Aber hier, das sind, ich habe es vorhin gemessen, dürften irgendwas um die 63 Grad sein. Das ist der Hammer. Ja, dann komme ich sehr, sehr weit rein. Also wir haben hier nicht viel Material drüber stehen. Ich komme sehr, sehr weit rein in den Reifen und ich bin flexibel. Das heißt, ich habe dieses Teil hier zweimal. Einmal links, einmal rechts. Welche Seite ich wo nehme, ist völlig wurscht. Und einen Lenkarm, das ist was, was ich auch oft vermisse. Ich kaufe teure Achsen und dann muss ich mich als erstes hinsetzen und muss so ein Ding aus Alu irgendwo, aus so einem Alufetzen rausfriemeln. Hier habe ich alles komplett, was das belangt. Gell? Jetzt zeige ich euch das mal so ein bisschen. Das heißt, ich habe hier einmal Ober-Unterteil, das ist jetzt eine Seite. Ich nehme euch gerade mal ein bisschen näher her. So, jetzt etwas näher. Seht so ein bisschen mehr. Wie gesagt, das sind noch die Prototypen, die sind ein bisschen unsauber vom Druckbild her. Passend tun sie aber wie angegossen. Und wir haben also hier dieses Achsteil. Da kommt jetzt hier der Achsschenkel rein. Und das läuft wunderbar. Damit das Ganze jetzt nicht beim Bauen, Messen und so weiter immer auseinanderfledert, sind die Löcher hier drin. Und im Endeffekt so wird es auch dann später befestigt. Das heißt, wir können das hier direkt auf eine Platte schrauben, wir können es direkt ins Modell reinschrauben, wir können auch eine Mutter drauf machen und es anders machen. Wir können in die Stange zwischen rein ein Loch bohren und eine Pendelachse draus machen. Also hier sind wirklich alle Sachen offen. Und wie gesagt, damit wir jetzt hier, damit uns das jetzt nicht hier immer dauernd auseinanderfledert, werden wir jetzt hier mal die Schrauben drauf machen und dann kriegt das Ganze auch schon relativ schnell ein Gesicht. Und das kann ich überlegen. So. Wichtig ist, dass die Lenkung nachher bzw. die Stäbe für die Verbindung in die gleiche Richtung schauen. Wäre prinzipiell kein Beinbruch, sonst drehen wir einfach später die Schrauben um, aber wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. So, so schaut das Ganze nachher aus. Das heißt, hier zwischen rein kommt eine Stange. Ihr seht, ich habe schon was vorbereitet, aber es geht relativ einfach auch zum Ausmessen. Und jetzt kommt was, das habe ich bei keiner anderen Achse bisher gehabt. Das heißt, wir brauchen ja eine M4-Schraube. Das heißt, ich kann im zusammengebauten Zustand hier eine Schraube reinstecken, weil einfach dieser Ausschlag hier so weit geht. Ja, so, da habe ich eine zweite so, Sechskantschraube, die ist fest drin, das heißt, ich kann von außen drauf schrauben, ohne dass sich hier was mitdreht. Ist einfach perfekt. Und auch hier sieht man jetzt nochmal diesen enormen Lenkeinschlag, der hier möglich ist. Ja, so. Gut, wie messen wir das? Wir haben ja unser Brudermodell in der Regel, das wir umbauen wollen. Ihr könnt das aber auch von Tamiya nehmen, 1 zu 14, was weiß ich. Muss jetzt auch nicht der Max sein, das kann auch irgendein anderer sein. Ihr seht, da hinten steht nochmal einer, an dem ich euch nachher auch noch was zeige. Der stand jetzt einfach bloß gerade rum. Ja? So, hier unten ist die Achse drin, das heißt, normalerweise wird hier das Plastik weggemacht und soweit ein bisschen sauber gemacht, ein Plastik, einiges rausgedremelt, einfach dass es das plan ist, so dass im Endeffekt die Achse rauskommt. Das schaut dann so aus.
Das heißt, irgendwann hat man dieses Teil hier in der Hand, das sägt man jetzt durch, spannt es in die Bohrmaschine am besten und dreht, wenn man eine Seite festhält, bis es warm wird und irgendwann flupp und das Ding ist ab. Ja? So, nach diesem Moment kriegen wir solche Reifen. Das sind jetzt die Original-Bruder-Reifen. An denen zeige ich euch das jetzt. Es gibt natürlich auch mit Hülse und Kugellager und so weiter. Also ich habe auch solche Reifen da. Funktioniert genauso. Man muss halt einfach gucken, was man da in der Mitte macht. Die Schraube ist ein M4. Das heißt, hier habe ich ein Fünferloch, hier habe ich eine Hülse drin. Sorgt auch gleichzeitig dafür, dass das ganze Ding ein bisschen runder läuft. So, wie komme ich jetzt auf mein Maß? Ich kann das natürlich schätzen. Ich kann das auch irgendwie einfach nur reinkleben. Wir machen das jetzt heute mal ein bisschen geschickter und elegant. Das heißt, wir stecken hier einfach die Achse rein. Ich nehme jetzt hier mal ein Geodreieck. Spielt eigentlich keine Rolle. Wir sind hier noch flexibel und messen hier einfach mal nach. So, hier haben wir 25. Ja, das Geodreieck hat auch eine Dicke von 2. Gut. So, das heißt, wir haben hier 27 von Radkante bis hier oben. Sind auf beiden Seiten dann 54. Und jetzt messen wir das gleiche auf dieser Seite. Und jetzt kommt eigentlich der Clou. Das heißt, ganz egal welches Modell ich habe, müssen hier immer 130 sein. So, hier sind es 130. Es gibt ja auch Modelle, die das Ganze nämlich anders haben. So, sind 130. Habe ich einen Traktor, ist wieder was anderes. Das heißt, das messe ich mir raus und ziehe jetzt meine 54 ab, die ich hier habe. Ja, dann komme ich auf 76 in diesem Fall. Und jetzt ist aber so, dass hier diese Stange hier später etwas ins Material reinkommt. Das heißt, wir brauchen noch etwas dazu, was hier einfach in das Futter reingeht. Geht 14 geht rein. Ja, das heißt, ich mache jetzt auf beiden Seiten die 14, dann kann ich bis auf Anschlag fahren. Und das sind also dann 104. Ja, so. Dafür habe ich mir ja so einen Rundstahl im Bauhaus gekauft. Der war mal einen Meter lang. Jetzt nicht mehr. Hier habe ich auch schon was runtergeschnitten, damit ihr mir jetzt nicht unsinnig beim Sägen zuschauen müsst. So. Gut, die zwei Teile haben wir ja schon. Das heißt, sobald ich das hier habe, kann ich das ein bisschen nochmal aufschrauben. Ja, wir haben noch gar nicht festgezogen, das geht dann mit der Hand. Steckt das Ding hier ganz rein, nachdem ich ja hier sehr genau gemessen habe. Hoffe ich zumindest. Wir werden es sehen. So, schrauben das fest, damit das gescheit hält. So, andere Seite, genau der gleiche, das gleiche Spiel. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, dass ihr eben gucken müsst, einmal die Schrauben sind auf der gleichen Seite, weil wenn ihr das nachher irgendwo anschrauben wollt, muss das ja so sein. Und dass hier diese Lenkhebel auf der gleichen Seite sind. So, jetzt legen wir das Plan auf. Drücken es ein bisschen hin, damit da auch ja nichts wegrutscht. Und schrauben auf die zweite Seite. Hier schon festziehen. Alles gerade, alles passt. So, schaut das Ganze doch schon wunderbar aus. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn man vorbereitet ist. Jetzt kommt das nächste Thema und das ist der Lenkhebel. Der passt exakt auf alle Seiten in alle Richtungen. Das heißt, wir können den wirklich, wie halte ich denn das am besten? So, wir können den so rum hin machen, so rum hin machen, so rum hin machen, was keinen Sinn macht, aber ich kann den auch unten hin machen, in diese Richtung oder in irgendeine andere Richtung. Er passt überall, ist mit einem Vierkant, heißt, er ist immer schön fest und ich brauche ihn nur nach oben hin mit einer kleinen Schraube sichern, dass er mir nicht irgendwo beim Fahren mal abhaut. Und ansonsten ist das alles wunderbar. Und vor allem, hier sehen wir es jetzt ganz eindeutig, auch dieser stößt nicht an bei einem maximalen Lenkeinschlag. Das heißt, er hat exakt den gleichen Winkel wie das untere Teil. Und auch hier, wir kommen mit dem Ding wahnsinnig weit in den Reifen hinein, ohne dass er irgendwo anstößt, ohne dass irgendwo etwas stört beim Lenken. Und da ist das doch schon mal eine super Sache. Den machen wir nochmal schnell weg. Hier zwischen rein ist kein Hexenwerk, hier kann man das im gewohnten Maße machen. Ich nehme jetzt hier, ich habe hier noch zwei so Kugelköpfe gehabt und die sind allerdings mit M2. Die Löcher hier in den Armen
Die sind vorgebohrt mit 1 bis 1,5. Der Drucker ist nicht ganz so genau, da kann man das nicht immer so sagen. Aber man kann es auf jeden Fall auf 2 bzw. sogar auf 3 aufbohren. Da ist genug Material da. Das ist also kein Problem. So, schauen wir mal fest und dann sehen wir schon, ob das soweit alles passt. Sollte jemand eine Anleitung brauchen, wie er dieses Ding hier in die Mitte auch noch abmisst, kann ich gerne machen. Wird nicht lang, aber dann passt es. So. Sieht doch schon hervorragend aus. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch schon einen Schritt weiter gehen. Das heißt, ich mache das jetzt mal so, dass wir hier mal ein bisschen ein Gesicht drauf bekommen und man sich da ein bisschen mehr vorstellen kann. Also hier sieht man nochmal die Hülse, die ich da innen reingedreht habe, damit es einfach schön locker läuft. Machen wir mal die Mutter drauf, damit der Reifen nicht abhaut. Also ich prinzipiell würde jetzt hier draußen natürlich nochmal Beilagscheiben oder sowas machen, damit ich es einfach ein bisschen fester ziehen kann. So, und ohne dass das Ding sich irgendwie festspannt. Oder eine Stoppmutter. Hat sich auch bewährt. So, gleich nochmal auf der anderen Seite. So. So, und jetzt sehen wir schon hier das ganze Trumm im Endeffekt, wie weit der Lenkeinschlag tatsächlich ist. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und selbst bei ganz, wenn ich ganz einschlage, es geht nichts im Weg um. Ihr dürft mir jetzt läuft, sozusagen über die Schulter schauen, von dem Standpunkt aus. Das ist jetzt wieder unser Mack. Hier unten hätten wir jetzt eigentlich alles weggemacht. Hier sieht man auch die Achse nochmal sehr schön. Das heißt, wie die hier reinpasst von der Breite her. Schaut wunderbar aus. Ja. So, das heißt, das müsste eigentlich alles raus und dann könnte ich die hier so schon einbauen. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind jetzt völlig offen. Ich kann hier sagen, ich bohre jetzt hier nochmal mittig ein Loch rein, mache ein Pendel draus. Ich habe auch schon mit einem U-Profil gearbeitet, das hier oben drüber geht und mit Federn, die unten rein greifen. Da ist man echt offen. Das hier ist ein ausgeschlachteter. Da war vorher eine andere Achse drin. Aber hier kann ich das jetzt ganz toll zeigen. Die Achse läuft normalerweise von diesem zu diesem Punkt hier. Das habe ich jetzt alles weggemacht hier, dass das Plan ist im Endeffekt. Und jetzt kommt hier die Achse. So, jetzt sieht man schon, die Achse ist ein bisschen breiter, ja, wie das Mittelstück hier. Das heißt, ich habe mir für solche Sachen einfach ein Blech gemacht und da kann ich das dann nachher wunderbar hier drauf schrauben. Das Blech kann ich festmachen. Ich kann die Achse relativ schnell auch umbauen, wenn irgendwo was ist. Und jetzt sieht man hier, wie wunderbar das läuft. So, ich kann natürlich hier jetzt dann auch nochmal ein bisschen rausnehmen und kann sagen, ich setze die tiefer. Ich kann auch sagen, ich gehe einen Ticken weiter nach außen, was natürlich zur Folge hat, dass ich einfach ein bisschen mehr Spiel habe in der Bewegung und komme da wunderbar zum Fahren. Ja? Von der Höhe her, wenn ich sage, ich nehme das jetzt plan, setze das hier auf, dann sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Ich komme hier überall gut rum. Ja? Selbst wenn ich es jetzt noch ein bisschen nach vorne schieben würde, also da passt es. So. Weil ich nicht 1000 Sachen gleichzeitig halten kann, lege ich die jetzt bloß mal hier auf. Ich kann die auch so ein bisschen feststecken. So, dann hält die und rutscht mir nicht da unter die Finger. Und jetzt kommt unser Servo-Anlenkung. Servo ist hier. Die leuchtet leider nicht im Dunkeln. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut erkennbar ist. Und jetzt kann ich mit dem Ding hier machen, was ich will. Das heißt, hier drüben ist mein Servo. Wenn ich es jetzt hier hinmache, ist es recht kurz. Ich bevorzuge jetzt dann doch heute mal die andere Seite. Stecke das da drauf und kann jetzt hier, hier arbeite ich auch gerne mit den Kugelgelenken. Es geht aber auch mit allen anderen Sachen, wie diese zum Einfädeln oder sowas. Also ich mag einfach die Kugelgelenke lieber, die sind einfach fest und geschraubt und Thema erledigt. So, das heißt, hier stecke ich jetzt die Lenkdinge drauf
könnte es jetzt noch hier arretieren, sollte ich auch dann im Betrieb. Und jetzt kann ich hier ganz normal auf mein Servo fahren.